Ich habe Jost dich schon vor der Sendung gefragt, wie du das Rennen empfunden oder gefunden hast. Wie fällt dein, sagen wir mal, dein Urteil aus nach knapp anderthalb Stunden? Ja, ich meine, auf der einen Seite ist gut, dass es keine Unfälle gegeben hat und dass nichts passiert ist. Die Fahrer waren sehr diszipliniert und es gab spannende Kämpfe im Rennen, aber es gab wahrscheinlich nicht so viele Überholmanöver, wie wir uns das gewünscht hätten. Marc, wie sieht es bei dir aus? Ich habe mir das schon gedacht, weil ich war ja beim ersten Rennen auch live vor Ort. Und da hat es laufend gekracht. Im Training, dann in der Formel 2. Und dann haben alle gedacht, im Grand Prix wird es da drunter und drüber gehen. Aber das spricht ja für die Intelligenz der Formel 1-Fahrer. Die lernen daraus. Und sie haben gewusst, ja, man muss durchkommen, um eine Chance zu haben in diesem Rennen. Und wenn man gegen die Bande fährt, hat man keine Chance. Und außer die Vries haben das eigentlich alle gemacht. Ja, aber zum Leidwesen vieler, denn viele Zuschauer hatten sich beschwert. Ich habe mal so ein bisschen auch auf Social Media, auf Twitter nämlich mal ein bisschen geschaut während des Rennens. Wir haben uns mal ein paar Tweets rausgepickt, wie so das Urteil der Formel 1-Zuschauer ausfällt. Da sehen wir es auch mal hier. Gab es dann so ein gähnendes GIF, was man da gepostet hat. Also auch da hat es der Oliver Höflich an dieser Stelle sehr langweilig empfunden. Weiter auch hier zum Beispiel, das Rennen liegt derzeit im Schlafmodus, würde gerne zu Burkhardt in den Boxengassenkanal schalten. Huch, falsches Jahr. Justin schreibt, dass man während des Rennens über die Red Bull-Strategie mit AlphaTauri spricht, sagt viel über den Unterhaltungswert des Rennens aus. Hieß es weiter noch, spätestens jetzt ist wohl klar, dass es eine sehr langweilige, dominante Saison von Red Bull wird. Und nochmal von Justin, wenn jetzt selbst in Baku diese Saison nichts Spannendes passiert, kann man die Saison ganz abschreiben. Hoffentlich kommt nochmal ein bisschen Action rein, heißt es hier. Und die letzten drei, spannender ist eigentlich immer nur, was Alonso so reißt und wie sehr Bottas wieder versagt. Pascal schreibt, ich liebe die Formel 1, steht eigentlich über Fußball inzwischen für mich, aber dieses Reifengespare heute, lang nicht mehr soll ich einen langweiligen Grand Prix gesehen, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und Lars schreibt, ich schlafe gleich ein. Marc, was sagst du zu den Tweets, was da nur so ein kleiner Ausschnitt ist, was man da jetzt gesehen hat? Also gut, nach dem Melbourne-Rennen, ja, wo alles drunter und drüber ging und Kollisionen am Laufmeter, da muss ich sagen, tut es ja auch gut, wenn man wieder mal ein normales Rennen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das war vor Jahren der normale Standard, dass ein Rennen eben so gefahren wird. Ja. Die Positionen sind bezogen und man fährt halt auf seine Position, wo das Auto was das Auto hergibt. Aber dass es drunter und drüber geht, wie in Melbourne, das dürfen wir nicht jedes Rennen haben. Sonst wird die Formel 1 zur Lotterie. Es soll ja auch mal so sein, dass die Schnellsten gewinnen und vorne fahren. Und von dem her fand ich das heute ein normales Formel 1 Rennen. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe es ja kommentieren müssen, es war wirklich nicht sehr aufregend. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.